Willkommen zurück bei PG Finanzen. Ja, in erster Linie möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass das letzte Video so krass angenommen wurde. Die Abonnentenzahlen sind nach oben geschossen. Das habe ich noch nicht erlebt. Ganz vielen lieben Dank dafür. Das letzte Video war ja mein Depot-Update. Und in diesem Video geht es, wie im letzten Video angekündigt, um meine Dividendeneinnahmen für den Monat März 2024. Und ich zeige einmal ganz transparent, wie viel Dividende habe ich denn aus meinen Depots bekommen. Ja, wie viel ich aktuell in Aktien, Kryptos investiert habe, das hast du ja im letzten Video gesehen. Ja, und in diesem Video geht es eben um meine Dividendeneinnahmen. Das heißt, du kannst es dann in Relation setzen, ja, wie viel Dividende bekomme ich, also ich jetzt als Angestellter, von meinem 51.000 Euro Depots, finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Ich habe mir zum Jahresanfang das Ziel gesetzt, durchschnittlich 200 bis 220 Euro Netto Dividende im Monat zu erhalten, also im Durchschnitt. Ja, die letzten 2 Monate hat es nicht geklappt, kann ich schon mal sagen. Ja, da habe ich auch eine Playlist zugemacht, also kannst du dir gerne mal reinziehen. Meine Dividenden-Playlist finde ich persönlich immer sehr spannend, wie sich die Dividenden entwickeln. Und in diesem Video geht es eben um meine Dividendeneinnahmen für den Monat März 2024. Ich habe es gerade eben schon gesagt, jetzt hier nach dem Intro. Also wir schauen uns einmal meine Dividendeneinnahmen an. Es ist auf jeden Fall deutlich mehr als in den letzten beiden Monaten. Im letzten Monat hatte ich 173 Euro Netto-Dividende und im Monat Januar hatte ich, glaube ich, 129 Euro Netto-Dividende. Ich zeige dir das einmal alles ganz transparent, wie du das jetzt von meinen Videos kennst. Ich blende das dann hier ein. Da zeige ich einmal meine Dividenden. Ich habe bei der Consorsbank auch eine Dividende erhalten und zwar von Intel. Die ist wirklich nicht signifikant, aber dennoch ist es eine Dividende und bei mir zählt wirklich jeder Cent an Dividende. Ich freue mich auch über jeden Cent, den ich passiv durch meine Dividenden generiert habe und deswegen zeige ich auch diese kleinen Beträge. Wenn du mich abonniert hast, wovon ich ausgehe, was ich hoffe, dann weißt du auch, dass ich immer mal wieder, wenn ich Dividende halte, kleine Posts mache, wo ich dich dann quasi über jede Dividende auf dem Laufenden halte und am Ende des Monats umfassend ein Video mache, wo ich eben alle meine Dividenden zusammen addiere und man sieht, so viel Dividende habe ich dann im kompletten Monat erhalten. Ja, also ich blende jetzt gleich einmal hier meine Consorsbank Dividenden ein. Das sind 2 Stück vom selben Unternehmen, die haben 2-mal gezahlt. Und danach gehen wir dann bei Trade Republic rein, in mein Langzeit-Dividendendepot. Das ist ja meine hauptsächliche Strategie, die ich verfolge. Und ja, da schauen wir dann gemeinsam rein und ich zeige dir wirklich ganz transparent jede einzelne Dividende, die ich erhalten habe. Und die trage ich dann, beziehungsweise das habe ich jetzt schon eingetragen, in meine Excel-Tabelle. Die schauen wir uns dann auch nochmal gemeinsam an. Ein Überblick, was ich dann auch in den letzten Monaten bekommen habe, von welchem Unternehmen, wann dieses Unternehmen gezahlt hat. Die Liste wird dann eben jeden Monat angepasst, aufgefüllt, wie auch immer. Und das ist eigentlich für mich eine sehr, sehr, sehr geile Entwicklung, die mir wirklich sehr viel Spaß macht und die ich dann natürlich auch gerne mit dir teilen möchte hier auf diesem Kanal. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns jetzt meine Dividenden an, die ich erhalten habe im Monat März 2024. Ich blende das jetzt mal hier ein. Und zwar siehst du, Intel hat einmal 55 Cent Netto-Dividende überwiesen und dann direkt nochmal 59 Cent. Das macht dann in Summe 1,14 Euro, die ich dort erhalten habe von der Intel Corporation. Ist bei mir eine relativ kleine Position bei mir im Depot. Blende ich auch, das blende ich nochmal ein. Ich habe hier gerade mein Handy zur Hand. Also ich habe aktuell 11 Titel von Intel. Habe hier auch einen Sparplan laufen gehabt und habe dort investiert insgesamt von meinem eigenen Geld 390,68 Euro. Auch das blende ich jetzt hier noch einmal ein, die Übersicht, und bin derzeit 22,66% im Plus und habe einen aktuellen Gesamtdepotwert. Diese 11,71833 Titel sind 479,22 Euro wert. Also ja, mit bummelig 500 Euro, die ich jetzt noch nicht ganz habe, habe ich 1,11 Euro an Dividenden bekommen. Ja, da wir jetzt hier Ostermontag haben, steht die Börse still, daher 0% Entwicklung hier in meinem Depot. Also hier blende ich das jetzt ein. Hier siehst du jetzt genau dasselbe, was ich auch sehe. Und ja, der Wert hat sich eingependelt, 46.100 Euro. Ja, hier siehst du nochmal die Wochenentwicklung. Aber
Das hast du ja im letzten Video alles ganz genau gesehen. Falls nicht, verlinke ich nochmal am Ende dieses Videos und habe es auch nochmal zu Anfang in der Infobox reingehauen. Kannst du dir also gerne anschauen. Uns interessiert jetzt aber, wie viel Geld haben meine Unternehmen ausgeschüttet im Monat März. Ich kann dir nochmal den Januar zeigen. Also hier habe ich 129, Februar 173 und jetzt kommt der spannende Monat, der März 2024. Und dort habe ich erhalten 251 Euro. Hier wird es immer gerundet dargestellt und hier sind auch die Zinsen mit drin. Das heißt, wir schauen uns gleich nochmal die Excel-Tabelle an. Dort ist das dann wirklich zu 100% auf den Cent genau. Und ja, beginnend oder angefangen hat sie ganz unten, siehst du jetzt schlecht, weil da noch meine drei Bedienelemente sind. Also Wells Fargo hat am 1. März 11 Euro und 47 Cent gezahlt. Dann kam Zinsen, die zählen natürlich nicht mit rein, weil es hier um meine Dividenden geht. Dann kam Johnson & Johnson mit 5 Cent. Ich habe es eben gesagt, bei mir zählt jeder Cent und auch diese 5 Cent freuen mich wirklich, zumal es im letzten Jahr nur 1 Cent war. Genau, dann kommt hier AG&C Investment, die zahlen monatlich. Dort habe ich 40 Euro und 80 Cent an Dividende bekommen. Target habe ich auch aufgestockt, das war oder ist immer noch ein 1-Euro-Sparplan bei mir. Dort habe ich aber eine größere Einmalinvestition getan und da erhalte ich jetzt 10,35 Euro. Ist für mich auch eine sehr nette Summe. Und dann gab IBM noch eine Dividende aus und zwar waren das 18,50 Euro. Das ist also jetzt hier schon vier Zahlungen mit Wells Fargo, die im zweistelligen Euro-Bereich sind. Da war vor 3 Jahren noch nicht dran zu denken. Siehst du auch gleich nochmal in der Tabelle, in meiner Excel-Liste, wie meine Anfänge waren, wie viel Dividende ich denn zu Anfang erhalten habe. Das war wirklich verschwindend gering, aber dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall hier bei der Dividendenstrategie und macht wirklich enorm viel Spaß. ExxonMobil 34 Cent, 3M 12 Cent, Microsoft 4 Cent, McDonald's 4 Cent, Main Street Capital, auch Main Street Capital ist bei mir ein monatlicher Zahler. Das war die erste Zahlung hier bei Main Street Capital. 42,50 Euro. Das erhalte ich auch jeden Monat. Macht wirklich sehr viel Spaß. Und mit diesem Geld kann ich dann eben Monat für Monat arbeiten und kann meine Dividende reinvestieren in den schlecht performsten Titel. Das ist so meine Strategie aktuell. Läuft für mich, finde ich ganz gut. Wenn du da eine bessere Strategie hast, glaube ich das sofort. Es gibt nämlich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele bessere Strategien, aber für mich persönlich brauche ich eben auch diese Dividendenzahlungen. Da zahlt man natürlich nochmal Steuern drauf, also noch nicht. Ich habe den Freibetrag noch nicht ausgeschöpft, aber das wird im Laufe des Jahres auf jeden Fall passieren. Wenn man das dann natürlich anders anlegen würde, wird man die Steuern sparen oder das nach hinten rausschieben, bis man denn die Aktien verkauft zum Beispiel. Für mich hat das eben auch so einen psychologischen Effekt. Ich brauche diese Push-Nachricht, ich brauche das Geld, was wieder reinkommt, dass ich dann reinvestieren kann, dass ich damit arbeiten kann. Und wenn ich das auch mal brauchen sollte, kann ich das auch rausziehen. Also ich bin da nicht so gebunden, ich muss dann nicht verkaufen, wenn der Kurs gerade scheiße steht. Die Dividenden kommen halt monatlich und also viele, nicht alle. Und da kann ich dann zur Not eben nochmal meine 80 Euro dann rausziehen. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich dringend 80 Euro bräuchte, aber weiß man ja nie. Dann kommt Realty Income, auch die zahlen monatlich Dividende. Hier bei mir mittlerweile 16,98 Euro. Home Depot, 1 Cent, ist noch nicht lange bei mir im Depot. Im letzten Video hast du gesehen, wie viel ich davon halte, wie viel Geld ich dort investiert habe. Das ist wirklich verschwindend gering. Aber Kleinvieh macht auch Mist und ich sehe das ja auf lange Sicht, wenn ich immer weiter investiere und dort auch mal Dividenden reinvestiere in diesen Titel, dass es dann auch mal eine größere Summe wird, dann wird sich das auf lange Sicht auf jeden Fall lohnen. Ja, dann haben wir hier, weiter geht's mit Unilever, 15,80 Euro, Shell 21,59 Euro, auch eine große Summe. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, Main Street Capital, nochmal, ist das ein Fehler? Nein, es ist kein Fehler. Zum Quartalsende zahlt Main Street Capital nochmal die überschüssigen Gewinne nochmal extra raus in Form einer Sonderdividende. Also da wird es 4-mal nochmal extra gezahlt im Jahr. Und das waren saftige 53,89 Euro. Dann siehst du schon, die Liste wird langsam kürzer. Public Storage hat nochmal überwiesen oder eine Dividende gezahlt von 15,74 Euro. T. Rowe Price Group 64 Cent,
Nike hat 1,60 Euro schon bezahlt und Walmart 3 Cent. Ja, das sind jetzt so meine Zahlungen, die ich erhalten habe im März. Und die tragen wir jetzt nochmal in die Excel-Tabelle ein. Dann haben wir es nämlich auf den, ja, auf die Kommastelle genau. Und ganz am Ende, wenn ich die Zahlungen gezeigt habe, dann gehen wir nochmal auf die Gesamtübersicht. Dort habe ich schon eine Rechnung erstellt, wie viel ich denn im Durchschnitt aktuell erhalten habe oder erhalte im Monat, wenn man das auf die 12 Monate, die das Jahr nun mal eben hat, runterrechnet. Und das finde ich natürlich immer enorm spannend, weil ich ja dieses Ziel habe, 200 bis 220 Euro Netto-Dividende. Und dort kann ich dann jeden Monat sehen, wie diese Zahl immer größer wird, die Durchschnittszahl. Und ja, es ist so ein kleines Rennen für mich und das macht mir unheimlich viel Spaß. Also, wir sehen uns jetzt bei der Excel-Tabelle wieder. Und ja, bis gleich. Hier haben wir meine wunderschöne Excel-Liste. Habe ich auch von einem Abonnenten zugeschickt bekommen. Ganz vielen lieben Dank dafür nochmal. Ja, also hier siehst du dann eben die Titel, Monat, das Jahr. Also siehst du hier, im Jahr 2020 waren die Dividendenzahlungen sehr überschaubar. Im Jahr 2021 kamen schon ein paar mehr dazu. 22 nochmal mehr, 23 schon echt viele. Und jetzt befinden wir uns hier im Jahr 2024 und hier siehst du Januar, Februar und März. Also hier, wenn ich eine 1 eintrage, dann wird das Feld hier grün. Und da habe ich dann eine Übersicht, welche Dividenden oder welche Titel dann in welchem Monat Dividende gezahlt haben. Also hier siehst du dann eben, genau, wenn er dann quartalsweise zahlt, kommen halt hier die nächsten grünen Felder dazu. Und die Liste wird dann dementsprechend länger, außer die Anzahl der Aktien, die Dividende zahlen, ist voll. Also hier sind eben alle drin, die mir eine Dividende zahlen. So, und dann scrollen wir jetzt mal rüber nach rechts. Und hier siehst du dann eben nochmal die einzelnen Summen eingetragen. Hier bei Main Street Capital habe ich dann natürlich beides addiert. Also bei Main Street Capital mit der Sonderzahlung sind es 96,39 Euro. Und da haben wir hier dann eben nochmal die Summe der einzelnen Titel. Wenn das dann eben hier, so wie bei Main Street Capital, ein paar mehr sind, siehst du, insgesamt habe ich im Jahr 2024 schon 181 Euro von Main Street Capital erhalten, 121 Euro von AGC Investment. Das sind natürlich schon mal zwei große Zahlen, wie ich finde. Jetzt im dritten Monat schon dreistellig zu sein, gefällt mir sehr gut. Hier haben wir nochmal die Dividende, die ich von den einzelnen Titeln dann eben im Jahr davor erhalten habe. Also hier bei AGC Investment habe ich letztes Jahr 417,75 Euro bekommen und von Main Street Capital satte 568,48 Euro im Vorjahr. Jetzt bin ich schon bei 181 Euro, also Tendenz, würde ich sagen, ist steigend, weil wir jetzt gerade erst 3 Monate rum haben. Also das wird auf jeden Fall schön anzusehen sein. Hier siehst du auch, Home Depot habe ich letztes Jahr noch gar nicht drin gehabt, habe ich noch gar keine Dividende erhalten. Dementsprechend ist dieses Feld hier leer. Und wenn man in die 1-Euro-Sparpläne geht oder in die 1-Euro-Zahler, die hier, 1-Euro-Sparpläne, die ich hier aufgestellt habe, jetzt habe ich es, das sind ja, wo fängt es an? Diese Unternehmen hier, da siehst du, die haben letztes Jahr auch 1 Cent, 2 Cent, hier 23 Cent, 25 Cent, also auch nicht sonderlich viel gezahlt, aber achso, hier kam die Target, hier war die Einmalzahlung mit drin und dann siehst du hier, wie sich das entwickelt. Also Walmart habe ich letztes Jahr 1 Cent bekommen, habe jetzt schon 3 Cent bekommen, also das läuft soweit. Wir schauen uns jetzt meine Durchschnitts-Netto-Dividende an, hier auf dieser Liste. Und da siehst du, ich habe insgesamt 251,63 Euro erhalten, also hier auf den Cent genau. Dieses habe ich dann durch 12 errechnet und habe Stand jetzt, wenn ich die Dividenden rausgezogen hätte, mir die weggelegt hätte und eingeteilt hätte auf jeden Monat, dann hätte ich jetzt bis zum Jahresende 45,87 Euro an Netto-Dividende ja, bekommen. Das steigt natürlich, wenn ich jetzt, ja, hier im Monat Mai beispielsweise 300 Euro dazu kriege, dann steigt das schon auf 70 Euro. Also das wird auf jeden Fall spannend bleiben, ob ich dann eben mein Ziel, was ich mir gesetzt habe, erreichen werde. Kannst ja mal deine Meinung in die Kommentare schreiben, ob du glaubst, ob ich das Ziel schaffe, ob das Ziel zu hoch ist, ob das Ziel viel zu niedrig ist. Kann ja auch sein. Da würde ich mich natürlich am meisten drüber freuen. Aber hier siehst du, im Jahr 2020 habe ich angefangen zu investieren, habe dann im Oktober angefangen,
habe zwei Dividendenzahlungen bekommen, 26 Cent und 6,73 Euro. Dann im Januar 2021 habe ich gar keine Dividende erhalten. Und hier siehst du dann eben einmal die Gegenüberstellung von den einzelnen Monaten und der Jahresentwicklung. Also hier siehst du auch im Mai 21 18 Euro bekommen, im Jahr 2022 110 Euro und im Jahr 2023 habe ich schon 251,56 Euro Netto-Dividende im Monat Mai bekommen. Also du siehst hier, das ist so mit der stärkste Monat und da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf, wenn es denn hier im Jahr 2024 auf den Mai zugeht. Dort befinde ich mich dann auch gerade im Urlaub mit meiner Freundin und ja, wenn ich dann am Strand liege und die Dividendenzahlungen einflattern, was gibt's Geileres? Also da freue ich mich natürlich jetzt schon drauf. Da halte ich euch auf den Laufenden. Also abonnieren an dieser Stelle nicht vergessen. Unbedingt auf den Abo-Button klicken. Dann siehst du hier meine Dividendenentwicklung für das ganze Jahr. Also da gibt es jeden Monat ein neues Video zu. Für mich auf jeden Fall mit einer der spannendsten Formate. Ja, und dann siehst du hier auch die Gesamtdividende, die ich erhalten habe. Wie gesagt, die Zahlen, die ich hier aufgeschrieben habe, ist alles netto. Steuern sind da schon abgezogen. Also im Jahr 2020 7 Euro, im Jahr 2021 waren es 557 Euro, im Jahr 2022 844, im Jahr 2023 waren es schon 1827 Euro und 11 Cent. Das, also es ist mega, wenn ich jetzt überlege, ich bin angestellter Kfz-Mechatroniker, da werden mir wahrscheinlich viele Kfz-Mechatroniker zustimmen. Das verdienen die im Monat nicht, das heißt, ich habe quasi einen Monat, ja, müsste ich nicht arbeiten, könnte der unbezahlten Urlaub nehmen für einen Monat und hätte trotzdem dasselbe Geld wie die Kollegen, die das ganze Jahr durcharbeiten zum Beispiel. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich eine Riesenzahlung für mich. Man muss auch immer sehen, wie ist der Lebensstandard und wie viel verdient man so im Monat. Also wie gesagt, als angestellter Kfz-Mechatroniker ist das schon eine gute Summe, die ich hier jetzt an Dividenden erhalten habe. Und ja, wir haben jetzt gerade den März rum, 1. April heute, wo ich das Video aufnehme. Da sind schon 550 Euro. Gefällt mir sehr gut. Und da kommen wir jetzt auch schon zum Ende des Videos. Du hast jetzt alle meine Dividenden gesehen, die ich erhalten habe im Monat März 2024. Und falls dir das Video gefallen hat, unbedingt ein Abo dalassen. Wir knacken, so wie das aktuell aussieht, die 1000 Abonnenten jetzt im Monat April. Das hätte ich so schnell dann doch nicht erwartet. Das letzte Video ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Ganz vielen lieben Dank auch für die Kommentare. Macht mir wirklich immer Spaß, die Kommentare zu lesen und auch zu beantworten. Und ich freue mich, dass wir da jetzt so schnell wachsen. Jetzt fehlt nur noch die Watchtime dazu. Das ist auch nochmal so ein Knackpunkt. Ich muss in den letzten 365 Tagen über 4000 Stunden Watchtime zusammenkriegen und 1000 Abonnenten, um in das YouTube-Partnerprogramm aufgenommen zu werden. Das ist natürlich noch so ein Meilenstein. Da freut sich, glaube ich, jeder kleine YouTuber drauf, wenn er das dann erreicht hat. Den Kanal betreibe ich jetzt aktiv seit 2020, also Oktober 2020 sind es dann 4 Jahre, die ich diesen Kanal betreibe und ich denke, also ich empfinde das so, dass ich die 1000 Abonnenten und das Partnerprogramm mehr als verdient habe, dass ich da wirklich so lange durchgehalten habe, jeden Monat, jede Woche ein neues Video hochzuladen. Und ja, wenn dir das Videoformat gefallen hat, du weiterhin an meiner finanziellen Entwicklung teilhaben möchtest, dann Abo nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, dein Pascal von PG Finanzen.